So. Ah, ich soll kochen, kochen, kochen. Mensch, ich soll kochen, nicht für alle. Mensch. Ist hier noch was Questrelevantes drin? Nein, von denen nicht. Das ist die. Wo ist denn diese blaue? Ich muss das unbedingt rauswerfen. Na? So, ich mach mal jetzt mal hier diesen Typen hier als Hauptmission, damit ich den Text mal habe. Zu einer Lauge. Hier. Okay, kochen. Okay, dann machen wir es so. Mission, bringe Christoph die Lauge. Christoph, Christoph. Da. Kommt mir sogar entgegen, spare ich Zeit, kann ich ins Bett. Wo ist er denn? Da ist er, da ist er. Hier, geben. Lalalalalala. So, hier, hast du was. So, was nochmal? Ja, sprich mit Maui. Aber ist mir jetzt gerade unrelevant. Ich möchte dir noch was schenken. So. Ich habe etwas für dich. Habe ich genau das da? Das habe ich natürlich nicht da. Aber ich kann dir eine Blume geben. So. Ja. Freut dich woanders. So. Ist der Schneemann noch hier, dass ich den auch beschenken kann, oder ist er schon wieder weggespawnt? Ein beschenke ich jetzt noch und danach geht's ins Heierchen. Real Life. Real Life ist immer wichtig, Heierchen. Da ist noch jemand, aber. Ja, habe ich dich schon auf Level 10? Ich habe etwas für dich. Auch nicht, was du gerne haben willst, wa? Okay, schön für dich. Ja. Der nächste, irgendjemand, ich möchte jemandem etwas schenken, was er auch wirklich haben möchte. Ich habe auch etwas für dich. Aber nicht das, was du gerne haben möchtest. So. Also du bist immer noch Level 3. Das müssen wir aber ganz schnell ändern auf Level 4. Mindestens. Ich habe ja gesagt, ich möchte alle auf mindestens Level 4 haben. So, auch hier. Jupp, habe ich. Gut, dann mach mal kurz deine Freudentränen hier und dann, ja. So, dann haben wir hier noch jemanden. Jo. L-Aufgaben, Karotten und so weiter und Kokosnüsse haben wir ja da. Aber ich möchte gerne mit dir quatschen. Ich würde dir gerne was geben, außer Kokosnüsse. Fisch, Fisch, ich habe nicht von denen. Hier, kannst du Blume haben. Und auch. Nee. Ich lasse es mal, ich lasse es mal. Ich möchte es ausmachen. Vorher mache ich mir noch hier diese Streamlights, hole ich mir noch. Hier. Eins, zwei. Genau, dann haben wir jetzt zum Beispiel mal auf 4000. Passt mir ganz gut. Spiel speichern. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder mit einer weiteren Folge mit dem hier. Mir fehlen noch Kokosnüsse, also ich habe nicht genug Nüsse. Deswegen muss ich da jetzt hier hin. Gut. Diese sogenannten Kokosnüsse werden wir jetzt finden irgendwo
Wir haben jetzt, ja, dieser Typ ist ja bei uns jetzt da. Also was soll ich sagen? Also der wohnt jetzt hier bei uns. Ich habe diese dicke Pomeranz jetzt reingeholt in unser Dorf. Da passt man durch keine Tür. Aber es ist ja auch egal, da muss er nicht überall rein. Nach der Typ von Vajana, Miau. Maui. Ja, Miau. Ja. Deswegen, ja, da hat er die Kokosnüsse eingeführt, hier in diesem Dorf. Und dich? Ja, und deswegen habe ich jetzt hier diese Mission, Kokosnüsse zu sammeln. Ob ich will oder nicht, denn ich muss ja die Mission, ja, irgendwie hinbekommen. Aber mal gucken, wir kriegen das ja hin. Die Verkaufskiste, die ist auch schon soweit vorbereitet. Jo. Ja, jo, 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 jo. Also heute bei der Kita, waren da ein paar Kinder an der Tor und die haben da jo gesagt und jo und ach, das war schön, war lustig, wenn so kleine Kinder dann irgendwie auf voll cool tun. Oder Bionado? Du fandest das ja auch lustig. Ist meine professionelle Meinung dazu. Naja. Ich kämpfe So. gerade gegen den Drachen, ich hab nicht wirklich Zeit, okay? Du hast nie Zeit. Guck dir das Vieh an. So, dann machen wir mal wieder die Hand hier hoch. Nehmen erstmal ein bisschen was mit. So. Ja, wenn ich mal hier bin, ja, wer kriegt hier eigentlich die Kokosnüsse? Ach, der hier, der Christophorus. So. Ja, ist in Ordnung. Du kriegst ja was ab. Da, so als kleine Fütterung für dich. Jo. Da ist was gesprungen und auf einmal war Donnerduck da. Muss ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen, brauche ich nicht zu verstehen. So. Dieser Typ auf Speed, der taucht hier echt überall auf. Wie gesagt, Donnerduck war noch nie so mein. Ja, er war eher so mein unbeliebter Disney-Charakter, weil er bei mir einfach so hippelig, so hektisch, so anstrengend immer gewesen. Alle anderen haben mir besser gefallen. Mit Dagobert komme ich ganz gut klar. Ja, warum auch nicht? Da denkt ja auch nur ans Geld. Gut, sonst hätte er ja sein Tresor nicht. Ich habe irgendwo noch aus dem Überraschungsei aus den 90er Jahren einen Donnerduck, den Dagobert mit seinem Tresorhaus irgendwo in irgendeiner kleinen Kiste. Ja, das habe ich alles aufbewahrt, wenn unsere Kleine älter wird, dass sie da noch so ein bisschen, ja, was hat. So kleine Überbleibsel aus meiner Vergangenheit. Ich habe ihr heute einen Traktor geschenkt, den ich von meinen Eltern damals bekommen habe. Ja, hat sie sich total gefreut. Brumm, brumm. Wie sich Kinder ja nun mal freuen. War ja schon ganz interessant. Ich hoffe, das Teil überlebt auch das dritte Kind. Das wäre natürlich ganz praktisch. Habe ich gerade verpasst? Willst du mir irgendwas sagen? Nein, der Traktor. Das dritte Kind? Na, mein Vater, ich und Maria. Den habe ich doch lange hier versteckt gehalten, den Traktor. Damit Maria den nicht gleich ganz früh in die Hand bekommt. Damit sie den nicht durch die Gegend wirft. So, meine Kokosnüsse werde ich jetzt bekommen. Sammle Zutaten für die Seife für Christoph. Kann das. Dann geht doch so Rossmann. Aber wie heißt das so schön? Dann geht doch zu Netto. Glaube ich zumindest. Netto war das, die Werbung. So, und auch hier. Ein paar Blumen nehme ich wie gesagt mit.
zeige Christoph die Kokosnüsse. Nur hier ist nicht weiter. Aber hier ist noch was und so weiter. Das können wir alles mitnehmen. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.